befinden jetzt in Ludwigshafen, um euch einen historischen Moment zu zeigen. Die Hochstraße Süd wird jetzt offiziell abgerissen. Ursprünglich sollte die ja gar nicht abgerissen, sondern nur saniert werden. Aber dann wurden so krasse Mängel festgestellt, dass man sich entschieden hat, sie jetzt komplett abzureißen und dann entsprechend neu zu bauen. Das wird die Stadt Ludwigshafen einige Millionen Euro kosten. Und im Moment ist dadurch ja auch der Straßenbahnverkehr völlig anders als sonst, denn es gibt im Moment hier am Berliner Platz keine Straßenbahn mehr, weil schon als die Brücke marode war, es problematisch war, hier Straßenbahn unter der Brücke drunter durchzuschicken, geschweige denn Autos über die Brücke drüber zu fahren zu lassen. Und das kommt jetzt alles weg, das dauert noch seine Zeit und in dieser Zeit wird auch hier noch einiges passieren und da werde ich euch hier auf dem Kanal auf dem Laufenden halten und auch was so die Straßenbahnentwicklung und allgemein ergibt oder auch was hier bei dieser anderen Brache hinter mir noch geschehen wird. Auch darüber werde ich mal demnächst berichten. Ansonsten sage ich an dieser Stelle, wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert diesen Kanal und vielleicht sieht man den einen oder anderen von euch ja demnächst mal in Ludwigshafen. Und damit tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hier ist übrigens auch noch ein Bagger. Ja, hier unter dem schönen Hotel oder was das ist, wo die Straßenbahn reinfährt. Ja, hier dahinter ist auch noch ein Bagger am Werk.